Und herzlich willkommen. Yeah, ihr habt wieder zugeschaltet und wollt wissen, wie es weitergeht. Ich verrat's euch. Schaut zu. Ein leerer Raum. Oh, verdammt, da seht ihr's. Moment, aber dieser Licht, also dieses Lichtdings, da war da noch nicht, ne? Erst später hat man's gesehen. Das heißt, er hat uns beobachtet. Das Schwein hat uns beobachtet. Können wir durchgucken. Ich glaube, der Code ist 204. Ich weiß nicht, ich komme einfach so drauf. Oh, da steht er ja auch. Viermal. Das Spiel ist lustig. Was ist das, eine Schaufel? Nee, ich will meine Spritze. Ich will mit der Spritze kämpfen. Also, wir sollen zu Raum 204, aber ich denke eher, das ist der Code. 204. Verdammt, ist das gruselig. Ich bin auch absichtlich manchmal ruhig, ne? Damit das mal ein bisschen spannender wird. Nee, es geht nicht kaputt. Wir sollen jetzt zu Raum 204. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Zu Raum 204. Okay, wo war der Raum? Ja, ich habe auch gar keine Räume gesehen irgendwie, ne? Fotoapparat? Nee, brauchen wir nicht. Das ist nicht Raum, nein. Was ist das da oben? Okay, ich dachte schon, das sind irgendwelche Gedärme oder so. Und drüber. Boah. Der sollte im Zirkus auftreten und seinen Job als Detective aufgeben. Raum 204. Ja, also gut, das ist der Code. 204. Ja. Durchsuchen Sie Zimmer 204 im Frauenflügel. Im Frauenflügel hieß Frauen. Muss ich Frauen zusammenschlagen? Nein. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Nee, wir nehmen es von dieser Stange. Frauen sind sehr zäh. Oh, hört diese Schreie. Ein Kontrollpunkt. Ja! Gut, dann landen wir jetzt hier, wenn wir sterben. Was wahrscheinlich gleich passieren wird. Na, was denkt ihr? Sterbe ich an einer Schnur? An einem Gegner? Oder an einem Rätsel? Hä? Komm, ihr habt Zeit nachzudenken und euch dann später zu freuen, dass ihr recht gehabt habt. Gut. Tja, eine Falle ist es schon mal nicht. Ja. Oh, verdammt, hört ihr das? Da rüttelt irgendetwas an der Tür. Oder an irgendetwas. Das Geräusch kennen wir doch genau. Ja. Mann. Dinger. Wie hat er sich überhaupt hier eingebaut? Ey? Mann. Wow. Oh. Das war knapp, ey. Mann. Aber hat man hier kein Messer zur Hand, um seine Wurst zu schneiden, kann man hier einmal durchgehen. Oh, hört ihr das? Verdammt. Oh. Tischlampe, nein. 204 ist genau hier. Ja. Au. Glasscherben. Ja, hier sind die. Oh, diese Fehler. Oh. Voll durch die Mitte gerannt, ey. Nee, komm. Der Raum 204 soll da unten sein. Oh, das Geräusch, hört ihr das? Krank, oder? Mein Gelaber ruiniert die Stimmung, aber egal. Dann schaut euch kein Let's Play an. Nee. Was war da eigentlich drin? Skalpell? Brauchen wir das? Nee, bloß Zeitverschwendung. Mir reicht so eine Stange. Au. Stand da was? Nein. Doch, ein Pfeil, der nach unten zeigt. Oder nach rechts zeigt. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Raum 204 ist? Gut, antworten Sie nicht. Unverschämtheit, diese Jugend von heute. So, was ist hier links? Nein.
Ratte, bereit machen. Zuhauen. Einfach zeigen, dass wir uns wehren können. Hört ihr es wieder? Da sind wieder solche Türen. Und wenn ich hier reingestartet, ein Rätsel. Und... Ich geh jetzt weiter, ich geh hier. Das war 203. Wenn ich hier reingehe, was passiert hier? Das ist eine Falle. Ich gehe hier rein. Komm, ich bin cool. Ich mach das, was Jigsaw... Nee, ich mach nicht das, was Jigsaw sagt. Dann passiert wahrscheinlich das hier mit mir. Und eine Ratte, die ihn frisst. Oh, wie süß. Eine Ratte, die Eingeweide frisst. Oh, ist das nicht süß. Ja, Raum 204 aber, ne? Ich muss da durch. Ich muss zu Raum 204, ne? Aha. Barrikade belegen. So. Ein Riegel. Habe ich jetzt ein Rätsel übersprungen, oder wie? Ach, nee, Leute, das bringt nichts. Ich muss es machen. Sonst verpasse ich irgendetwas. Einen Schlüssel oder sowas. Und dann muss ich wieder alles zurückrennen. Also machen wir es jetzt, ja? Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder tausendmal sterben, aber das hat ziemlich gut geklappt die letzten Male, ne? So, Giftgas ist scheiße. Oh, wir müssen erstmal das Ding hier finden. Ventil gefunden. Und Ventil nicht einsetzbar. Ventil. Weißt du, da war Gas, da war Giftgas. Ach, wir müssten extra warten auf das Gas. Oh, wie nett. Ja, das geht nur. Das geht hier gar nicht. Nee, doch, diese hier. Ja, nur diese hier gehen. Nee, das geht nicht. Nee, doch, das könnte gehen. Ja, kein Problem, mach. Aber wie gesagt, die Rätsel wiederholen sich immer und nach einer Zeit wird es halt etwas langweilig. Und was habe ich eigentlich bekommen? Ach, eine Glühbirne, genau. Hey, hey! Hey, hey! Oh, da ist er. Hey, hey. Und bumm. Jetzt diesmal nicht so nah dran stehen. Genau. Ja, also die Rätsel werden langweilig, wiederholen sich immer und nach einer Zeit ist es halt nichts mehr Besonderes. Nach einer Zeit ist es nicht mehr... Oh, wow! Zahnräder drehen, sondern... Oh nein, wieder Zahnräder drehen. Ach, komm. Ich hoffe, es gibt ja mittlerweile den zweiten Teil und ich hoffe, die haben sich da also was Neues einfallen lassen. Ich habe noch nicht reingeguckt in den zweiten Teil. Keine Trailer gesehen oder sowas. Also allgemein ist das ganze Spiel an mir vorbeigezogen. Naja. Hallo? 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 Ja, wir haben jetzt alle Glühbirnen, ne? Oh! Okay. Nein, nicht aktivieren. Was mache ich da? Oh, die ist nicht aktiviert. Wie soll ich denn da sonst reinrennen? Aktiviere ich sie lieber. Und rein da. Hm. Witzig. Ja, ich weiß. Wo sind wir denn jetzt hier? Verdammte Teile mit Schränke, mit nichts. Ich wundere mich, dass ich noch lebe. Ganz ehrlich. Was passiert, wenn ich hier... Okay. Ich habe das Wasser gar nicht gesehen. Entriegeln. Ich möchte immer noch Frauen sehen. Wo sind Frauen? Frauen. Olli, warte mal ab. Gleich ist es so Frauen. Ja, also wir haben jetzt geschafft. Habt ihr das gehört? Ich schon. Ein Kontrollpunkt. Ja. So, versteckt sich irgendjemand? Der weiße Hulk lebt immer noch, ne? Und wir müssen jetzt da zurück. Genau. Hat sich hier irgendetwas versteckt? Nein. Oh, Glasscherben haben sich hier versteckt. Oh, und noch mehr Glasscherben. Moment mal. So. Komm. Wo mussten wir jetzt lang? Hab's vergessen, hab's vergessen. Auf jeden Fall haben sich die Türen jetzt geschlossen. Und ein Kontrollpunkt, also muss es irgendwie richtig sein. Aber irgendwie erinnere ich mich an diese Sachen hier nicht.
Sheet some light. Scheiß ein bisschen Licht. Nee, das heißt, mach Licht. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben es gleich geschafft. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich freue mich. Wir haben gleich Jeff gerettet. Aber ich freue mich auch nicht, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Was für ein Spiel. Oh, hilf mir. Komm, bitte, bitte, bitte. Ihr habt doch bestimmt gute Ideen. Da. So, und... Hier muss noch die Blume rein. Also 9, 5, 9, 5, 1, 9, 5, 1. Kann ich mir, glaube ich, merken. So. Und so. So, das geben wir noch ein und dann mache ich wieder einen Schnitt. Und im nächsten Teil retten wir dann Jeff. Ich habe den Code vergessen. 9, 5, was war das? Eine 1, glaube ich, ja? Wahrscheinlich ist es wieder eine 7. Ja, eine 7, seht ihr? Das war doch eine 1. Freunde. Jetzt sagt nicht, ich habe echt den Code vergessen. Dann schlage ich meinen Kopf gegen die nächste Wand. Das darf doch nicht wahr sein. Oder ist es wieder irgendwie so ein 9-5-1? Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott, was? Ich kann die doppelt klicken und dann passieren andere Sachen. Versuchen wir mal 802. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Oh, ich habe die Zahl vergessen. Was war das? 802. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, ne? Ich bin froh, dass ich noch weiß, wo ich überhaupt hier meine Anziehsachen habe, wenn ich morgens aus der Schule komme. Was war das? 8 5 8 0 8 8 0 2. Nein, oh verdammt. Okay, wir machen... Ach. Mir fällt jetzt gerade was ein. Ah, ich kann nicht aufhören. Kommt. Mache ich halt zwei Teile draus. Und zwar, wenn man jetzt hier hochkommt und da, wo scheiß das Licht steht... wo stand denn das? Das stand, glaube ich, ganz am Anfang, ne? Und zwar hier, oder? Nein. Sagte Holly zu sich selber. Wo war denn das mit dem Machlicht? Genau, hier. Und die haben hier verschiedene Farben. Seht ihr das? Grün, blau, rot. Kann ich mir das merken? Grün, blau, rot. Grün, blau, rot. Ich sage jetzt nichts anderes. Verdammt. Nein. Grün, blau, rot. 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 Und grün, blau, rot. Grün, blau, rot. Grün, blau, rot. Grün, blau. Rot. Oh, es klappt. Du hast die Mittel, um das Schloss zu öffnen. Jetzt renn zur Bühne und tritt hinter den Vorhang. Okay, jetzt mache ich aber einen Schnitt. Wir sehen im nächsten Part, was sich hinter diesem Vorhang da, verbirgt. Aber ich bin echt stolz, dass ich das geschafft habe, oder? Kommt. Ich klatsche mir jetzt auf die Schulter. So, gut gemacht, Holly. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, so wird bald durchgespielt sein. Ciao.